Mein Name ist Marco Haas, auch bekannt als T-Raumschmiere aus Berlin, aus Ost-Berlin. Wir sitzen hier in einem wunderschönen Café in Friedrichshain, betrinken uns am Vormittag und plaudern ein bisschen über die Sachen, die da kommen werden, beziehungsweise die da waren. In meinem Fall war mal der Punkrock. Der hat angefangen 1991, hatte ich mein erstes Konzert mit meiner Punkrockband damals, die hieß Zorn. Da habe ich Schlagzeug gespielt. Dann ging das ewig weiter so mit dem Schlagzeugspielen und Mitte der 90er Jahre hatte ich dann den Drang, mich musikalisch weiterzuentwickeln oder was anderes zu machen. Meine Punkrock-Kumpanen waren da nicht so begeistert von. Darum habe ich mir einen Traumcomputer gekauft und habe angefangen, als T-Raumschmiere Musik zu machen. Das war 95, 96. Seitdem bratzel ich durch die Gegend, spiel viel, habe diverse Platten veröffentlicht und bin mittlerweile hier in Berlin sesshaft geworden, in meinem tollen neuen Studio in der Sonnenallee, in dem ich gerade so viel arbeite, viel für andere Leute, dass ich für mich kaum noch Musik machen kann. Nichtsdestotrotz habe ich über die letzten Monate Material angehäuft, angesammelt, was ich demnächst kompilieren werde zu einem neuen T-Raumschmiere-Album. Allerdings ohne Bassdrum. Ohne Bassdrum? Ohne Bassdrum. Da kommt der Einwand von der Seite. Nee, nur eine Frage. Denn was bedeutet für dich als Drummer die Bassdrum? Alles. Die Bassdrum ist alles. Punkt. Aber in den letzten Jahren, man wird ja auch älter. In den letzten Jahren ist doch meine versteckte Leidenschaft immer mehr nach vorne getreten. Das ist Ambient-Musik und das Geräusch an sich. Das heißt brutzeln, fiepen, pfeifen, summen. Und das versuche ich gerade etwas zu kultivieren und habe das in diversen Sessions, die ich aufgenommen habe im Studio, aufgenommen. Und dieses Material wird jetzt, das muss ich erst noch sichten und zusammenschneiden und da wird ein wunderschönes Album raus, was man sich zum Einschlafen anhören kann. Ich wollte schon immer mal ein Album machen, was man sich zum Einschlafen anhören kann. Und ich hatte früher, als ich noch jung und voller Energie war, hatte ich nie die Disziplin gehabt, die Bassdrum auszulassen. Ich hatte einen geilen Sound und dann habe ich mir das in einer Stunde angehört und dachte so, jetzt die Kick. Und dann wurde immer ein Techno-Track draus, mehr oder weniger. Und jetzt habe ich auch durch die Zusammenarbeit mit meinem langjährigen Freund und Partner Uli Bomans und dem Projekt Schrumm, habe ich gelernt, loszulassen und die Bassdrum auszulassen mal. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und das versuche ich jetzt in diesem Album eben zu bündeln. Ein T-Raumschmiere-Album ohne Bassdrum. Naja, vielleicht ein bisschen mal, aber jetzt nicht so die Bassdrum, die dir sagt, schüttel deinen Arsch, sondern eher so die Bassdrum, die mal so einfach mal auf die Pauke haut. Du schreibst das richtige Musikstücke und keine Tracks für den Club. Das sind keine Club-Tracks, auf gar keinen Fall sind das Club-Tracks. Das sind eher Soundtracks für wirre Träume oder sowas. Du hattest ja so in den 90ern, hattest du ja schon etwas mit Bassdrum, mit Kickdrum, einen größeren Hit, vielleicht kannst du da noch kurz erzählen. Ja, ich hatte mal einen größeren Hit, den Monster Truck Driver, das war nicht in den 90ern, das war 2003 war das. 2003? Okay. 10 Jahre ist das 21. jetzt. 21. Jahrhundert. Ja, genau, 21. Jahrhundert. Ja, und seitdem ging es stetig bergab. Und jetzt? Ein leidgeprüft, älterer Herr. Ja, und jetzt sitze ich hier, trinke Bier am Montag und rede in Fotokameras. Es ist 13 Uhr. Es ist 13 Uhr. Kurz den netten jungen Herren an deiner Seite vorstellen könntest, was ihr mit zusammen zu tun habt. Der nette junge Herr an meiner Seite ist der Didi Bruckmann, ja, der dürfte weltbekannt sein eigentlich. Dem ist so nicht. Den kenne ich schon lange, also relativ lange, für meine Verhältnisse.
Und lustigerweise besucht er mich immer, wenn er in Berlin ist. Und das finde ich toll. Und nächsten Monat, haben wir April, nächsten Monat im Mai machen wir eine gemeinsame Party in Wien, im Flex, am 14. Mai. 14. Mai. Am 14. Mai im Flex wird der Flex-Club gefaked. Ja, das ist Club Crazy, featuring Deram Schmiere und ein Haustech-Showcase. Das ist dann Musarunga, wo ich dabei bin, UCL und MFX. Und ich denke, dass auch noch der Rudi Frani alias Crazy Sonic auflegen wird. Ja. Einmal noch ganz kurz in die Kamera und ich grüße alle Sympathisanten. Außerdem grüße ich natürlich alle Sympathisanten der Bassdrum. Und ich grüße auch alle Sympathisanten des guten Tons. Vielen Dank, bis bald, euer T-Raum-Schmiede.